war Prinzessin Kate, 41, vor der Krönung etwa besorgt? Am vergangenen Wochenende war es endlich soweit, König Charles III. 74, wurde offiziell gekrönt. Für den besonderen Tag ihres Schwiegervaters putzte sich Kate ordentlich heraus. Die Royal strahlte in einer königlichen Robe des viktorianischen Ordensmantels, doch das pompöse Kleid schien Kate Sorgen zu bereiten, weshalb sie sich angespannt an ihren Ehemann William, 40, wandte. Das verriet nun der professionelle Lippenleser Jeremy Freeman gegenüber Daily Star. Wegen ihres Kleides schien die 41-Jährige sichtlich besorgt gewesen zu sein, denn vor ihrem Gang in die Abtei forderte Kate von ihrem Mann, pass auf das Kleid auf. Auch will der Lippenleser wissen, was William daraufhin beruhigend antwortete, keine Sorge, ich habe es im Griff. Mit ihrer pompösen Robe sorgte Kate nach der Krönung für einige Schlagzeilen, zu ihrem Look kombinierte die Dreifachmama Perlen und Diamantohrringe, die Prinzessin Diana, Christliches Kreuz, 36, einst getragen hatte, und zollte damit der verstorbenen Mutter ihres Mannes Tribut. Aber auch ein Erbstück von Queen Elizabeth II. Christliches Kreuz, 96, wählte Kate für diesen historischen Tag. Die Kette wurde vor Jahrzehnten für verstorbene Monarchen auf Wunsch ihres Vaters König George, Christliches Kreuz, 56, angefertigt. Trending Nyla wird ein Jahr alt, so süß gratuliert ihr Fiona Erdmann 4,8 TSD. Lesen jetzt mit nur 47 Jahren, Bloggerin Heather Armstrong verstorben 6,9 TSD. Lesen jetzt Guardians of the Galaxy Rolle. Fahri Yardim war skeptisch 5,9 TSD. Lesen jetzt Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.